Liebe Freunde, und damit ein herzlich willkommen zu Resident Evil 3 Remake. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Aldo Nelpio und wir machen jetzt weiter, wo wir letzte aufgehört haben. So, ich schau mal kurz, was wir haben. Eine Heilung haben wir. Und wir haben den Bossenschneider letzte Folge gefunden. Kurz mal schauen, was ich hier so hab. Okay, die Flinte Munition könnte mir nehmen, aber wir haben jetzt nicht so viel Platz. Das machen wir nächstes Mal. Das können wir noch nicht öffnen. Ich wollte mal hier noch was gucken bei Herausforderungen. Wir haben hier ein paar Sachen freigeschaltet. Konzeptgrafik. Okay. Wie können wir die gucken? Ich glaube, dafür muss ich zum Hauptmenü. Okay, besiege 200 Gegner mit Sturmgewehr. Besiege 800 Gegner. Was ist das? Legen Sie alle Akten im Szenario. Okay. Knacken Sie alle Saves. Okay. Was haben wir denn hier? Schließen Sie das Spiel ab, ohne die Inventarbox zu öffnen. Krass. Weniger als 2 Stunden, okay. Alles klar. So, einfach ein Schloss können wir aber noch nicht öffnen. Schreibmaschine. Hier sind wir gekommen. Hier. Nee, hier sind wir. Warte mal. Okay, alles klar. Wir müssen hier oben hin. So. Mal schauen, vielleicht gibt es hier irgendeine Wackelpuppe. Okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. So, was haben wir denn hier? Oh, noch eine Leiche. Und eine Eintrag. Letztes Eintrag eines UBCS-Soldaten. 28. September. Der mittlere Osten, Osteuropa, Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark, alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Alles klar. Der hat eine Pistole in der Hand. Können wir aber nicht nehmen. Schade. Ah, und diese Hintergrundmusik ist ja sehr nice. Machen wir den Kamera ein bisschen weiter. So, schon besser. Oh, was haben wir hier? Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung. Bereitgestellt von Brecon City Elektriker Gilde. Okay. Was ist das da oben? Was ist das? Oh shit.
komm her, Junge. Oh shit, oh shit. Alter, Alter, Alter. Die sind aber sehr schnell. Okay. Ah, deswegen war das hier. Tja, zu spät. Alter, was ist da oben, ey? Das sieht so wie eine... Mit dem immer ekliger. Ja, komm her. Okay, bei dem kann ich nichts machen. Komisch. Aber guckt euch das mal an. Sieht wie eine... Eitel oder irgendwas. Ja. Okay. Eigentlich wollte ich den Schrottflinter noch holen. Aber da gehen wir jetzt nachher dann. Wir gucken mal erstmal, was hier so gibt's. Okay, Schießpulver. Wahrscheinlich müssen wir den Generator hier anmachen. Oh. Okay. Mann! Oh shit! Okay, ich bin tot. Jetzt bleib mal liegen! Mein Gott, die stimmen einfach nicht. Ich brauche dringend Heilung. Ah, mein Zimmer habe ich auch fast leer. Okay, was haben wir denn hier so? Schießpulver. Okay, das ist schon mal gut. Na, hier brauchen wir Dietrich oder Schlüssel. Okay, rotes Kraut, das ist gut. Aber noch grüner. Hoffentlich gibt es hier irgendwo grüner. Gürteltasche, jawoll. Warte mal. So, schon besser. Was haben wir denn hier? Fax vom Leiter des Unterwerks. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir eine geplante Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die 4 Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schalterzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Alles klar. So. Habt ihr das gehört? Warte. Irgendwo gibt es hier eine Wackelpuppe. Ich hab's gehört. Wo ist das? Da!
So. Lass mal kurz Kamera einstellen. Ich glaube, wir speichern erstmal. Bevor wir sterben. So, hier kann ich nichts drücken. Oh Gott. Ach du Scheiße. Hätte ich doch die Schrottflinte mitgenommen. Boah, riecht wie. Darf ich drüber nachdenken? Okay. Grüne Kräuter, wie sie wirken. Okay. Wir brauchen Dietrich, okay. Internes Unterwerk Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächste Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für das leitende Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Könnten Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Okay. Hast du den? Okay, ich sehe schon. Ich glaube, wir bekommen gleich... Was ist das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Mein Gott! Ich höre da was. Ich höre da irgendwelche Geräusche. Mann! Untersuchen! So. Endlich! Endlich! So. So. Frage, sollen wir erst hier hingehen oder? Eigentlich könnte man. Oh shit! Nein, nicht diese Insekten. Ah. Ich hasse die. Scheiße, bin ich jetzt vergiftet? Parasit. Scheiße, was soll ich machen? Heilung benutzen? Soll ich Heilung benutzen? Ich weiß nicht. Was stand denn hier in dem Zettel? Vielleicht steht da was. Scheiße. So, warte mal. Ja, hier war das. So. Ich habe angefangen zu glauben, Chat würde nie von deiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt. Und verdammt Scheiße. Das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschen. Ich habe gewirkt wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgekommen. Torkelt wie ein Irrer und
Dann habe ich es gesehen, ein grünes Kraut. Okay. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mit in den Raschen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Fische wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran, esst eure Grünzeug. Okay. Verpisst euch! Alter, jetzt muss ich auch kotzen hier. Wer? Boah, sieht das scheiße aus! Oh. Scheiße, die sind hier überall. Grünes Kraut. Da kommt einer, da kommt einer. Okay. Oh! Boah. Okay, der ist schon mal tot. Glaube ich. Oder auch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann. Nein, Mann! Oh. Alter, drei Kräuter schon verkackt hier. Jetzt schon die Popgun genommen. Okay, ich schaff das. Okay, 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 okay. Ich glaube, das ist der Freund. Okay, das ist Chat. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Diese seltsame Viecher, die Nester bauen, der metallische Geruch, der durch die Luftöffnung strömt. Aber man, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meinem Ma in der Stadt sehen, aber der Boss sagt, ich darf nicht weg. Er, ich nicht alle. Trennschalter umlege. Verdammt nochmal, ich erledige das besser schnell, damit ich hier rauskomme. Ich bin total gearscht. Mein Bauch tut so weh. Ich kann mich kaum bewegen. Beim letzten Schalter ist mir ein fettes, hässliches Viech direkt in die Fresse gesprungen und hat mir eine massive Röhre in den Rachen gerammt. Ich konnte weglaufen und habe es irgendwie geschafft, mich nicht zu übergeben. Scheiße, tut das weh, fühlt sich an, als ob ich etwas in mir bewegt. Ich halte irgendwie durch, kann nicht glauben, dass ich nicht gekotzt habe. Scheiße, es tut so weh, es reißt mich in die Stücke. Ich glaube, es ist auch für mich
Ich glaube, es ist aus für mich. Ich liebe dich, Mama. Okay. Alter, schnell weg hier. Ich habe keine Heilung mehr. Wenn ich jetzt verkacke. Ach, die sterben ja direkt. Okay, schnell, 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 schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 2 von 4, Alter. Na komm schon. Okay, da ist der andere Schalter. Okay. Alter. Ich muss schnell weg hier. Weg mit dir, weg mit dir. Scheiße, noch eine. Okay, den letzten Schalterdreck einschalten. Oh nein, der ist direkt da. Oh shit, oh shit. Okay, hier rechts. Schnell weg hier. Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. So. Ah, sterb. Ja, das war's dann mit dieser. Kann man überhaupt da wieder rein? Was passiert, wenn ich jetzt wieder zurückgehe? Ist er immer noch so gleich oder hat sich da was geändert? Oder sind die Viecher schon tot? Nein. Ich höre die. Tschüss. Tschüss. Hier leuchtet noch rot. Ich glaube, da ist noch irgendetwas, aber... Nee. Lass mal. So. Das nehmen wir. Obwohl, die Flinte können wir gleich nehmen. Also die Munition können wir gleich nehmen. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellersystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin nicht dein Partner. Okay. Ugh!
Nein, bitte nicht. Ich habe keine Heilung, nichts. Oder doch? Tschüss. Ja, ich hab da ausgewischen. Alter. So, was haben wir denn hier drin jetzt? Highspray. Das nehmen wir mit. Nee, ich weiß ja nicht. Weiter geht's. Oder? Oder? Scheiße, ich kann ihn schon hören. Ich kann Nemesis hören. Der ist irgendwo hier. Was macht der denn? So. Jetzt können wir hier auch rein. Oh shit. Oh shit. Igitt. Ist das? Oh, der hat da was gelassen, Alter. Versorgungskiste. Nice. Was ist da drin? Erweitertes Magazin. Nice. Gehen wir mal ganz schnell hier rein. Oh Gott. Bei der PlayStation 1 Version, wenn man schwer spielt, konnte man auch solche Sachen von Nemesis schmeißen lassen. Oh Gott, Schmuckkasten, was ist das? Was ist da drin? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, komm, komm. Oh, grüne Juwel. Ihre Charlie-Figur. Das originale Charlie-Figur basiert auf dem Konterfei der Gründer von Toy Uncle Charlie MC Bergen und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns ihn zu unserem Blabla. Okay. Hier können wir auch rein. Alter, wie der geschrien hat. Wenn er jetzt auch steht, bin ich am Arsch. Oh shit. Hoffentlich geht der weg, ey. Hau ab, Alter. Okay, hier ist leer. Okay, wenn ich rausgehe. Was haben wir hier? Schreibmaschine, Denkmal, einfaches Schloss. Da gehen wir hin. Rechts und dann immer geradeaus. Oh, oh, oh. Okay. Kann ich das überhaupt hier benutzen, Flash? Ah, doch. Ja. Nein, nicht speichern. Ja, dann nehmen wir mal alles.
Was haben wir hier noch? Ah, nice. Taktische Schaftflinte. Okay. Jawoll. Trophäe erhalten. Sehr nice. So. Jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir die Schrottflinte. Eine Heilung haben wir, das reicht erstmal. Pistolenmunition gibt es da vorne. Mein Gott, ich habe ausgewichen. Halt's Maul! Ich bin am Arsch. Ich muss weglaufen. Oh shit, Alter! Schnell weg hier! Ich sehe, meine Kamera funktioniert nicht. Scheiße. Nein! Scheiße, Mann. Scheiße, der kommt. Ah, oh, Mann. Der ist direkt da. Der ist schon da. Okay, diesmal hat er nichts gelassen. Hier vorne ist Schießpulver, das nehmen wir. Tschüss mit dir. So. Mitnehmen. Wäre schon ausgewischt. Okay.
klar. Wo müssen wir jetzt hin? Einfaches Schloss. Okay. Alles klar, das nehmen wir auch. So. Können wir das kombinieren? Ah, das können wir wegschmeißen, okay. M3 Flinte haben wir jetzt. Sehr nice, sehr nice. Oh. Okay. Heilspray, sehr schön, sehr schön. So, einfaches Schalttafel. Hey. So, ja, da müssen wir auch hin. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super, jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, alles klar. Sehr schön. So. Okay, wo wollen wir hin? Die Bar steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Verstehe ich nicht. Warte mal. So, da steht 1. Redstone ist 1. 1, 2, 3, 4, 5. False Amir, okay. Das machen wir mal 2. Veteran Central Station. Machen wir mal so. Und dann so. Was sollen die Zahlen bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Die Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte ach so. Erneut versuchen. SA02, okay. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Sehr schön. Du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn-Abfahrt bereit. Alles klar. So. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss. Und in der nächsten Folge geht's natürlich weiter. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.